Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es geht weiter mit Schnee, Flock, Schock. So. Mittlerweile habe ich auch mal in den anderen Leveln die Puzzleteile nachgeholt und bei manchen habe ich mir gedacht, wie habe ich die übersehen? Zum Beispiel in einem Raketenfass-Level. Da musste man einfach nur eine Reihe Bananen einsammeln. Wie zum Teufel habe ich das übersehen? Was? Also solche Dinger kann ich mir halt nur erklären. Halt nur dadurch erklären. Darf ich die berühren? Nee, ne? Bestimmt nicht. Solche Dinger kann ich mir halt nur dadurch erklären, dass ich hier die ganze Zeit am Labern bin. Sonst wüsste ich nicht, wie das zustande kommt. Beim besten Willen nicht. Zack. Boah, jetzt fliegen diese Dinger hierher. Und es gibt sogar ein Puzzleteil. Alles klar, wunderbar. Gehen wir hier hoch. Gönnen uns das K. Ja, und Kollegen, da müssen wir nicht wirklich beseitigen. Das macht er schon von alleine. Aber ich will hier natürlich alle Dinger einsammeln. Hallo. Oh, als ob man da nicht hoch genug springen kann. So, jetzt aber. Okay, gibt nix. Schade. Ach so, ja klar. Auf den Boden trommeln. Hier müssen wir jetzt genau springen. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nur als Donkey Kong machen soll. Alles klar, haben wir. Fürs nach oben klettern gibt's nichts. Und dann schauen wir mal. Also ich spiele jetzt auch etwas langsamer, weil ich glaube, das lag halt auch daran, dass ich so ein bisschen versucht habe, ein bisschen Kette zu geben beim Spielen. Und dadurch übersieht man halt oft was. Das ist halt nicht so toll, wenn man den Level dann nochmal spielen muss und sich so denkt, ja, das hätte ich jetzt aber finden können. Das ist immer ein bisschen traurig. So. So, immer schön nach oben klettern. Man weiß ja nie, ob es da irgendwas für gibt. Ach so, das sind so Trampoline. Ah, ja, macht Sinn. Ich frage mich hier die ganze Zeit, wie man das schaffen soll, nur als Donkey Kong. Und die Antwort ist eigentlich ganz leicht. Und zwar, indem man hier schnallt, wie das eigentlich funktioniert. Oh nein. Ach, wir hätten da... Ja, okay, wir müssen uns sowieso umbringen. Und da ist ein Fass drin, das sehe ich. Wir hätten von der anderen Seite dran gemusst, an den Buchstaben. Naja. Was soll's. Jetzt aber. Ach so, das muss man von rechts holen. Ich dachte, da kann man einfach her. Ups. Okay. Also ein Fail-Fest soll das eigentlich nicht schon wieder werden, ne? So eins, das hatten wir schon. Brauchen wir nicht nochmal. Ehrlich zu sein.
So. Boah, wie schön idyllisch die Musik hier aber auch ist. So. Und jetzt hier von rechts. Hier müssen wir uns nämlich so hochboosten und dann kommen wir da rein. Oh, was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich da oben noch auf die Plattform drauf komme, deswegen... mich das gerade etwas verwundert. An der Stelle. Ja, aber es ist auch locker machbar hier. Ich finde, gerade so in der letzten Welt hätten sie nochmal ein paar neue Bonus-Level machen können. Vor allem halt auch irgendwie so Eis-Bonus-Level. Fand ich beim letzten Mal echt cool, als es da so ein Bonus-Level gab, was mit Eis beschmückt war. Wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, das fand ich echt ziemlich stark. So, den Kollegen machen wir da mal weg. Das gibt nur eine Münze, alles klar. Hab mich gerade gefragt, warum die Schneeflocke etwas dunkler ist, aber... hat keinen besonderen Grund. Die leuchten halt nur manchmal unterschiedlich. Da oben gibt's auch nichts. Alles klar. Oh, die fliegen hierher. Ups. Ach, als ob ich da nicht getroffen wurde. Ach, scheiße. Ja, ich dachte, man müsste sich hier beeilen. Aber anscheinend eher weniger. Ja, ich weiß, man kann auch auf den drauf springen, aber ich wollte es jetzt safe machen. Nicht, dass dann irgendwie ein Fisch da herwirft und ich dann nochmal getroffen werde, wo ich das Herz dann hinterher vielleicht bei einer anderen Stelle besser benötigen würde. So. Jetzt schon wieder respawned, ey. Gibt's doch gar nicht. Oh. Da müssen wir darauf achten, dass wir das richtige Timing erwischen. Und hat gereicht. Wunderbar. Ach so. So ist das. Okay. Hier warten wir ein bisschen. Kann ja gut sein, dass hier was Wichtiges runterkommt. Einen warte ich noch ab. Nö. Alles klar. Zack, holen wir uns den. Oh, da oben ist ein Puzzleteil. Da hinten. Jawoll. Bei solchen Stellen ist es nämlich ziemlich üblich, dass da was kommt. Deswegen habe ich mir da auch eben ein bisschen länger Zeit gelassen bei der Stelle mit den Bananen. Hier warte ich auch nochmal kurz ab. Man will ja nichts verpassen, vor allem keinen Buchstaben. Okay, das passt anscheinend. Ja, dann los. Oben ist aber nichts, ne? In den Sträuchern da. Nicht, dass ich da irgendwie hätte hochgehen müssen durch irgendwas. Okay. Ich dachte, er lässt sich betäuben.
Ach, so eine Scheiße, Mann. Ich will halt jetzt nicht an den Typen sterben, ne? Hab ich eher weniger den Nerv zu. So. Wunderbar. Jawohl, da haben wir's. 5 von 5. Jetzt nur noch das G. Okay. Er reißt einfach mal den ganzen Wald auseinander. Das machen wir mal kurz weg. Ich meine, jetzt hier noch zu sterben, wo hier ein Fass ist. Ich hab doch Dixie gegriffen. Naja, ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Ist wahrscheinlich komplett egal. Boah, da habe ich fast irgendwie die, da bin ich fast rausgekommen. Puh, ob ich da jetzt gestorben bin, weiß ich auch nicht. Ja gut, ist aber nicht so wild. Ist hier halt wieder bei den Typen. Gar nicht mitbekommen, dass da ein Checkpoint ist. Komm, Rob raus, die Scheiße. So, nehmen wir mal wieder Diddy. So. Zack. Nehmen wir doch einfach mal wieder Diddy. Warum nicht? Was zum Teufel? Nee. Nicht dein Ernst. Ich wollte noch warten, bis das Fass richtig ausgerichtet ist. Und als ich dann von der Schneeflocke getroffen wurde, dachte ich mir, braucht man gar nicht. Braucht man absolut nicht. Und der Tod war unnötig. So, nehmen wir wieder Diddy. Und geben mir dieses Mal ein bisschen Kette. Das war ja nicht schon wieder so dumm wegsterben. Ich meine, ich hätte mich eben auch beeilen können. Immerhin gab es ja kein Puzzleteil mehr und auch kein Buchstaben mehr. Deswegen, bisschen schade, dass ich da schon wieder gestorben bin. Aber wir haben alles. Wunderbar. Ich finde, die hätten hier wirklich vernünftig... Oder haben sie es sogar? Was soll das hier dann sein? War hier nicht die Steampunk-Welt? Ich finde, die hätten sie da... Nee, das war die sechste, ne? Also noch weiter oben. Vielleicht ist das ja auch nur ein Bonus-Level und soll nicht an eine Welt anspielen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber finde ich auf jeden Fall schön, dass sie das so mit den Welten gemacht haben, dass jede Welt quasi ein Level ist. Finde ich echt nice. So. Haben wir denn noch Zeit? Ja, haben wir. Noch ein bisschen haben wir. Heißt, wir können noch ein Level machen. Auf geht's in 6-6. Schattenlawinen. Ach, cool. Wollte gerade fragen, ist das wieder so ein Schattenlevel? Und ja... Anscheinend. Der Titel lässt es ja schon vermuten.
Ich meine, ich finde die Schattenlevel cool, aber die hätten nur ein paar Teile der Map schwarz machen sollen. Ja, zum Beispiel der Ballon, der rot ist. Das ist zum Beispiel geil. Die hätten da... Boah, die Musik schon wieder. Die hätten die... die Bananen hätten sie gelb lassen sollen. Und ich finde, die Puzzleteile hätten sie auch orange machen können. Hier kann man was ziehen, das sehe ich ganz genau. Bringt aber nichts, alles klar. Hier gibt es das K. Boah, kann es sein, dass es mal so einen ähnlichen Level woanders gab? Weil ich erinnere mich da an sowas. Vielleicht habe ich das Spiel aber auch schon ganz durchgespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja immer gesagt, ich habe das nur zum gewissen Teil gespielt, das Spiel. Das dachte ich eigentlich auch, dass ich das getan hätte. Aber der Level hier kommt mir echt sehr bekannt vor. Ah, jetzt müssen wir zu Dixie wechseln, ne? Ja, das war jetzt eher Reflex. Ich wollte nicht zu Dixie wechseln, aber... aus Reflex habe ich mir einen Dixie genommen. Hier ist ein Puzzleteil, wunderbar. Da sind anscheinend Stacheln, ich weiß nicht genau. Kann man da oben rein? Ja, doch, kann man. Gibt es denn noch ein Puzzleteil? Nicht? Okay. Ja gut, wäre zwar auch etwas lame gewesen. Ich meine, war eben da schon ein Puzzleteil, aber... geschadet hätte es nicht. Okay, ich wollte mir jetzt eigentlich noch eine extra Münze abholen, aber er hat dann anscheinend keinen Fisch mehr gepustet. Das heißt ja anscheinend. Ja, er hat halt keinen Fisch mehr gepustet, bevor ich da... Ach, das ist Gras, das sind keine Stacheln. Boah, hätte ich das jetzt nicht geschnallt. Da oben geht's hoch, ne? Ja. Wunderbar. Ja, den Kollegen wollte ich da eigentlich jetzt mitnehmen. Ach, kann ich sogar noch? Oder nicht? Nein, okay. Ich hatte doch jetzt gar keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Ich wollte beim nächsten Mal springen, aber ich konnte einfach nicht, weil es zu langsam war. Ach komm, ey. Ja, nehmen wir halt jetzt nochmal Diddy und machen das dann hier mit den... Ach was. Okay. Kann man sich vielleicht dann merken, dass die Fische einen da folgen? Dann kann man da ein paar... mehr Bananenmünzen rausholen, als ich das jetzt getan habe. Ich denke, man kriegt auch so genug in diesem Spiel. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder voll, ne? Kann das sein? So, springen wir erst jetzt dran. Alles klar, wunderbar. Hier holen wir uns das N mit. Haben wir schon mal K.O.N. Sagt das hier auch ab? Nee, ne? Okay. Es wackelt einfach nur extrem. Und ja, ich habe das gesehen hier oben. Keine Sorge. Wie gesagt, ich will mir ja etwas mehr Zeit lassen, um einfach den Druck ein bisschen rauszunehmen, dass man hier mehr mitbekommt. Von den... Wie wurde ich denn da gerade nicht getroffen, Mensch? Lieber den Gegner wegmachen, bevor man dann irgendwann...
Ach, scheiße. Keine Ahnung, ich habe die Plattform nicht wahrgenommen. Ich hab nicht so ganz registriert, dass es da dann weitergeht. Keine Ahnung, wie das zustande kam, aber naja. Schon wieder! Ach, okay. Ja, komm, hör auf, diese scheiß Fische zu schießen. Ach so. Okay, das war das letzte Puzzleteil und das war der letzte Buchstabe. Und jetzt geht's ab ins Ziel. Dürfte nicht mehr weit sein. Was sollte man da denn ausweichen? Naja. Wie auch immer. Ah, wie cool. Alles klar. Jo. Ein echt schöner Part. Mit schönen Leveln. Vor allem jetzt der zweite, der war echt stark. Der war herausfordernd, abwechslungsreich. Richtig krass. Hat Spaß gemacht. Und ich sehe, wir haben noch ein paar Level vor uns. Ich dachte, wir haben jetzt nur noch ein, zwei Stück und dann ist vorbei. Aber nö. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ja gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.